Welches Spiel wird unser Spiel des Jahres 2015? Wir haben jetzt sehr lange diskutiert. In 32 Kategorien haben wir Spiele ausgezeichnet. Und ein guter Indikator für das Spiel des Jahres ist ja meist ein Spiel, was in den Einzelkategorien auch schon abgeräumt hat. Und wenn man sich das mal anschaut, was bisher bei uns ausgezeichnet worden ist, dann ist da unter anderem dabei Sunless Sea. Sunless Sea ist dabei. Klasse Adventure, gute Geschichte. Bei uns beste Story, Geschichte. Beste Geschichte und bestes Adventure. Bestes Adventure. Genau. Nicht zu vergessen Sunset. Sunset auch dabei, auch ein klasse Adventure mit einer hervorragenden Musik, deshalb haben wir es ausgezeichnet. Und Sonderpreis Immersion. Richtig. Rainbow Six. Ja, hervorragender Shooter. Der beste Shooter dieses Jahr. Klasse, intensive Action. Auch super, dass ich finde super, dass Ubisoft so ein umfassendes Hardcore-Spiel tatsächlich in dieser Gänze veröffentlicht hat. Und nicht zu vergessen Fallout. Fallout, ja. Das zwar in den Einzelkategorien nur im Bereich Lokalisation gewonnen hat und in den wesentlichen Bereichen hinter dem Witcher zurückstehen musste, das aber dennoch definitiv bester Kandidat ist, ja. Also das Problem von Fallout war im Grunde nur, dass der Witcher in diesem Jahr auch schon erschienen ist und in vielen Einzelkategorien abgeräumt hat. Und am Ende... Auf der einen Seite ist es natürlich gut für die Spieler, weil es gibt zwei riesengroße, fast gleichwertige Rollenspiele, flankiert von noch einigen kleineren, wie Pillars of Eternity, Xenoblade und so weiter. Aber diese beiden haben sich halt echt einen Kampf der Giganten geliefert. Um es für euch zu verkürzen, letztlich waren in der Finalrunde Fallout, The Witcher und auch Rainbow Six. Warum haben wir uns dann letztlich für The Witcher 3 entschieden? Fallout 4 ist ein grandioses Rollenspiel, ein wirklich umfassendes, aber was bemerkenswert ist, ist einfach die Leistung. Fallout 4 ist im Wesentlichen eine Weiterentwicklung von dem, was man in Fallout 3 hatte, in Skyrim hatte. Und The Witcher 3 bringt einfach für das Studio viel Neues rein, was CD Projekt einfach geleistet hat. Und auch für die Rollenspielwelt, die Art, wie sie Geschichten erzählen. Und in unserer Diskussion haben wir auch gemerkt, als wir, also die Fallout-Fraktion und die Witcher-Fraktion, sage ich mal, obwohl es sie gar nicht so klar gab, weil die meisten, die da diskutiert haben, haben beides gern gespielt. Aber der Witcher hatte vielleicht den kleinen Nachteil in der Diskussion, dass er so schon länger her ist. Das ist immer so in so einer Spiel des Jahres-Diskussion. Fallout wird gerade aktuell noch gespielt, geht mir ja auch so. Und dann hast du natürlich eine stärkere Anbindung noch gerade. Also du spielst ja auch gerade noch. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Aber wenn die beiden gleichzeitig erschienen wären, dann hätte man irgendwie auch seine sozialen Kontakte direkt besprechen können. Die Zeit aufzuteilen und dann auch noch zur Arbeit zu kommen. Ja. Insofern bin ich ganz froh als Spieler, dass so viel Zeit dazwischen lag. Für Fallout ist es halt ein Problem, dass so viel Zeit dazwischen lag, weil in der Diskussion halt die ganzen Stärken, die der Witcher damals aufs Tablett brachte, nochmal hervorgeholt wurden. Und da einfach, es gibt unheimlich viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen, hinsichtlich Questdesign, Welt offen und so weiter und so weiter. Man kann überall irgendwas entdecken, wenn man in der Welt umhergeht. Aber letztlich ist der Schritt, den wie Ben ja auch schon sagte, der Schritt, den CD Projekt von Teil 2 zu Teil 3 gemacht hat, ist deutlich größer und auch wichtiger gewesen, als das, was Bethesda mit Fallout 4 im Vergleich zu Fallout 3 oder dann auch zu Fallout New Vegas. Und was man bei der Faszination an Fallout 4 auch vergisst, ist, dass The Witcher 3 in vielen kleineren Bereichen einfach höhere Standards erreicht als Bethesda auch. Also sie bieten dir viele kleine Situationen an, die im Gedächtnis geblieben sind, die eine Rückkopplung haben an die Spielwelt. Das gibt es zwar auch in Fallout, aber nicht auf diese feine Art. Dann darf man ja auch nicht vergessen, dass es technisch doch eine größere Leistung war, was da auf drei Plattformen auf die Beine gestellt worden ist. Und dass es erzählerisch und in Sachen Regie eben auch doch ebenso perfekter letztlich war als Abenteuer, durchgestylter und auf dem Punkt reifer als dieses Fallout 4, wo man sich leichter vorstellen kann, dass man dieses oder jenes vielleicht noch mit ein bisschen mehr Zeit verbessern könnte. Ja, also sowohl der Umgang mit den Begleitern, die man hat, die ja in Fallout 4 zum Beispiel nicht sterben können, was eine sehr, sehr interessante Konsequenz am Ende gewesen wäre, wenn tatsächlich durch irgendeinen Fehler meinerseits als Spieler irgendeine Figur, die mich begleitet, sterben kann. Oder auch der Siedlungsbau, der auch noch nicht in die letzte Konsequenz geht. Das sind beide super Ideen, Begleiter, Siedlung, aber da sind sie dann nicht so in die letzte Konsequenz gegangen, wobei
CD Projekt sich ja natürlich gar nicht erst in diese letzte Konsequenz begeben wollte. Ja, sie haben das Fass nicht aufgemacht. Ja. Und interessanterweise sind diese beiden Aspekte des Spieldesigns, Baukasten und Begleiter, auch komplett optional in Fallout. Also ich muss beides gar nicht machen. Ich kann komplett alleine durch die Welt, ich muss keine Siedlung aufbauen. Das ist einerseits auch schön, andererseits hat man dann im finalen Design auch das Gefühl, dass es vielleicht ein Ticken beliebig ist dann auch, wenn sie doch egal sind. Und der Witcher macht diese Fässer nicht auf. Macht es sich dadurch vielleicht, meint man, leichter, und man darf nicht vergessen, was es für eine Riesenaufgabe war für die Polen, diese Art von Storytelling à la BioWare mit Emotionalität, mit der Entscheidung, mit Konsequenzen in so eine offene Welt zu bringen. Also ja, und letztlich muss man auch sagen, dass die erzählerische Qualität der Missionen sowohl im Großen als auch im Kleinen ist beim Witcher einfach ein Schritt weiter. Rainbow Six hat es trotzdem geschafft, in die Debatte zu kommen. Obwohl es erzählerisch nicht so viel zu bieten hat. Erzählerisch hat es weniger zu bieten, ja. Es ist ganz schwierig, man kann Fallout 4 und Witcher 3 hervorragend vergleichen. Jetzt kommt da so ein Multiplayer-Shooter rein, das klingt so nach wenig, aber für mich ist wirklich bemerkenswert die Leistung der Entwickler, wie gut sie, wie packend sie eine bekannte Art von Actionspiel auf eine neue Art inszenieren. Erstens die Schusswechsel und das Bewegen innerhalb der engen Räume selbst ist unglaublich gut gelungen. Dann dieses neuartige Zerstörungssystem der Umgebung, das bietet einfach ein packendes Erlebnis, was ich in einem Shooter so noch nie erlebt habe. Und das ist wirklich ist einfach. Ja, ich habe Rainbow Six auch relativ lang gespielt. Zwar weniger Multiplayer, weil ich da einfach zu wenig Land gesehen habe am Anfang und mich dann eher auf die Terroristenmission und so weiter konzentriert habe. Und selbst mit der schwachen KI, die da drin ist, kommt unheimlich schnell eine sehr, sehr intensive Spannung auf. Ja. Die sowohl situativ da ist, als auch dann ein bisschen weiter rausgeht. Also es ist schon sehr beeindruckend, was die da geleistet haben. Haben natürlich dann auch den ebenso kleine Fehler drumherum, eben, dass sie haben Serverprobleme, die Mikrotransaktionen sind ein bisschen zu offensichtlich da, der Reiz ist ein bisschen zu groß angelegt, dass man doch ein bisschen Geld ausgibt im Spiel, und eben die Terroristenjagd ist auch wieder dieses Fass, was sie damit dann aufmachen, und dann haben sie eben eine KI drin, die einfach nicht so gut ist, und dann fehlt einfach so dieses kleine entscheidende Stückchen. Vor allem dieses kleine entscheidende Stückchen zu Platin fehlte ja auch. Ich erinnere mich an unsere Diskussion, wo wir spekuliert haben, gibt es denn jetzt Platin oder nicht? Und das ist ja dann auch, das ist zwar kein Grund, also Rainbow Six hat es ja geschafft in die letzte Kategorie als möglicher Kandidat, aber du hast dich ja auch bewusst gegen Platin entschieden, aufgrund bestimmter Dinge, wo man bei dem Witcher und Fallout sagen muss, ja, da sind auch Fehler. Und da war auch das Fenster offen, vielleicht Platin nicht zu geben. Andererseits warst du dir ja auch ja sehr sicher, Rainbow Six kein Platin geben zu wollen, aus den Gründen, die du im Test angemerkt hast. Ja, einfach weil die Sachen so sehr ins Spieldesign eingreifen, dass für mein Empfinden dann eben, der Kern ist wirklich herausragend ausgezeichnet, aber drumherum fehlt dann einfach was. The Witcher 3 ist unser Spiel des Jahres 2015 und am Ende konnten wir damit alle sehr gut leben.